willkommen bei Menschen überzeugen und einer weiteren Interviewfolge. Ich bin heute zu Gast in Berlin bei einem SPD-Politiker aus dem Bundestag, und zwar bei Karl-Heinz Brunner. Er ist seit 2013 im Deutschen Bundestag und sitzt im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und im Verteidigungsausschuss. Herr Brunner, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass Sie mich besuchen. Herr Brunner, im Vorgespräch hatten Sie etwas ganz Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, den Begriff Toleranz, den mögen Sie gar nicht so sonderlich. Das hat mich ein bisschen überrascht. Könnten Sie das noch mal kurz erläutern? Also ich versuche es zu erläutern. Viele Menschen benutzen den Begriff ja Toleranz und wollen damit ihre Weltoffenheit als solches zu bezeugen. Ich persönlich bin der Auffassung aus vielen Begegnungen mit Menschen, dass Toleranz oft nur als Umschreibung genutzt wird für den Umstand zu sagen, ich finde das eigentlich alles, was die machen, ganz ekelhaft und fürchterlich, ich mache nur nichts dagegen. Was ich glaube, was wir in der Politik erreichen müssen, insbesondere im Bereich der Menschenrechte, im Bereich von anderen sexuellen Orientierungen, im Bereich von Behinderten, im Bereich von Männern und Frauen, im Bereich von Männern, die noch nicht wissen, welches Geschlecht sie haben oder beide Geschlechter haben, eine Akzeptanz. Menschen sind so geboren, wie sie sind. Menschen haben das Recht zu leben, so wie sie sind, und die Menschen haben das Recht, so zu sterben, wie sie wollen. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie in ihren Lebensformen akzeptiert werden. Und dieses Modell der Akzeptanz, das klingt ja ziemlich einfach sprachlich, aber jemanden dazu zu überzeugen, etwas mehr Akzeptanz für andersartige Lebensweisen zu bekommen, das ist ja sehr schwierig. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es kritische Leute, in Ihrem gibt es kritische Leute. Wie kann man denn mehr Akzeptanz erreichen? Und zwar ist ja unser Thema Menschen überzeugen. Wie kann man aus Ihrer Sicht Menschen denn zu mehr Akzeptanz überzeugen? Durch Vorleben, durch Leben. In der Bundeswehr wie in jeder guten Truppe gibt es ein Prinzip der Führung. Führung bedeutet aber nicht, von oben zu verordnen, wie etwas umgesetzt wird, sondern Führung bedeutet, mit eigenem Tun, mit eigenem Handeln, mit eigener Anschauung vorzuleben. Und wenn man Menschen, die, sage ich mal, Bevölkerungsgruppen, die nicht genau ihrem augenblicklichen Weltbild entsprechen, mit Skepsis entgegentreten, dann muss man sie heranführen. Und als allererstes die Ängste nehmen. Menschen mit Down-Syndrom sind nicht ansteckend. Menschen, die schwul und lesbisch sind, sind nicht ansteckend. Sie sind alle miteinander nur herzlich. Sehr gut. Und was tun Sie mit Menschen, die sich nicht diesem aussetzen wollen? Also es gibt ja Leute, die man spricht ja heutzutage von Echoräumen, also Räume, wo immer die gleiche Meinung wiedergespiegelt werden. Kann man sie da rausholen? Weil sie bewegen sich ja häufig in den Gruppen und im Internet, in den mit Gleichgläubige und Meinungen. Das ist zweifelsohne sehr, sehr schwer, Menschen aus ihrer Bubble rauszuholen, genau, in der sie sich nur bewegen. Wir haben nur die Chance als Politiker, aber als jeder Mensch in der Gesellschaft, Menschen so anzusprechen, dass sie ganz zaghaft vielleicht mal den Finger und einen ganzen Schritt wagen, aus dieser für sie selbst ja schützenden Hülle herauszutreten. Denn in der eigenen Bubble, in dieser eigenen Gruppe zu sein, ist für viele Menschen ja aus Angst ein Schutz. Also muss ich Ängste nehmen, die Möglichkeit geben, sagen, jetzt strecken wir dein Fingerchen da durch, da draußen passiert nichts, es brennt nichts, es geht alles weiter. Und wenn man sich diese Zeit nimmt, und Überzeugung bedarf Zeit, dann bin ich überzeugt davon, dass man Menschen überzeugen kann. Und wenn man sie nicht überzeugen kann, kann man ihnen zumindest in ihrer eigenen Ausrichtung ihres Weltbildes verständlich machen, außer meinem Weltbild und meiner Bubble gibt es noch viele, viele andere auch noch. Lasst sie doch. Eins Ihrer drei Hauptthemen ist ja das Thema Menschenrechte. Und häufig denkt man beim Thema Menschenrechte an Menschenrechtsverletzungen woanders, in Syrien, in Afrika und so weiter und so fort. Aber es sind vielleicht auch Menschenrechte in Deutschland betroffen, die heute im Jahr 2019 noch verletzt werden. Wie sehen Sie die Menschenrechtslage denn in Deutschland? Wir haben eine Menschenrechtslage auf sehr hohem Niveau, will ich gerade sagen. Also wenn ich jetzt die Menschenrechtslage in der Bundesrepublik Deutschland mit Ruanda, mit Uganda oder mit Mali oder mit Sudan oder Niger vergleiche, würden die Menschen dort vor Ort sagen, die Probleme möchte ich haben. Stimmt, aber auch wir haben Menschenrechtsverletzungen noch immer in unserem Land. Auch deshalb haben wir einen Ausschuss, der sich mit Menschenrechten befasst. Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Ja, ich will ein kleines Beispiel dazu mit anbringen. Wir haben in diesem Land eigentlich
in einem sehr, sehr hohen, also geringen Anzahl, was die Bevölkerung betrifft, aber im hohen Anzahl, also fast im sechsstelligen Bereich, Geburten von Kindern, die mit zwei Geschlechtern geboren werden. Das ist etwas in der Natur eigentlich ganz Normales. Und was macht man jetzt damit? In der Gesellschaft ist immer noch in vielen Bereichen die Auffassung, obwohl man wissen müsste, dass dies auch normal ist und dass die Entscheidung darüber, ob jemand ein Geschlecht ändern will, er selbst oder sie selbst treffen muss oder es selbst treffen muss, wird immer noch der sogenannte einfachere Weg gegangen, dass man Eltern davon überzeugt, Gerichte davon überzeugt, im Säuglingsalter ein Kind anzupassen, heißt es so schön, dass es das passende Geschlecht bekommt. Und man wundert sich dann, wenn solche Menschen nach der Pubertät in ganz normales, erwachsenes Leben eintreten, dass ich zwar körperlich etwas anpassen kann, aber eigentlich den Geist nie anpassen kann und ich damit das elementare Menschenrecht, so wie ich geboren wurde, so möchte ich leben oder möchte mein Leben ändern, damit verletzt worden ist. Also eine klassische Menschenrechtsverletzung in dem Land, die wir als Gesetzgeber versuchen, nunmehr Stück für Stück zu minimieren, aber die zeigt, dass in der Gesellschaft das Verständnis so gut wie nicht für diese Frage vorhanden ist. Und konkret, wenn Sie die Macht hätten, würden Sie dann ein Gesetz machen, wonach beispielsweise Eltern keine Eingriffe, keine körperlichen Eingriffe in den kindlichen Körper haben? Ja, wir haben schon, also es ist nicht so, dass wir gar keine gesetzlichen Regelungen, wir haben schon welche, aber ich würde durch gesetzliche Regelungen, vor allen Dingen durch Bildung, Eltern, Beraterinnen und Berater, Sozialdienste und Mediziner so ausbilden, dass bei der Geburt, wenn ein Kind geboren ist, das nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet wird, dies nicht ein Problem ist, sondern wie bei jeder gesunden Geburt ein Glücksfall ist. Und wenn die Menschen das erkennen, dann passiert von selbst nichts. Alles klar. Ihr zweites Thema neben dem Thema Menschenrechte ist ja die nationale Sicherheitsstrategie. Ein Thema, was ja für viele sehr weit weg ist, weil viele denken, wir haben doch Frieden, die Europäische Union seit Jahrzehnten, Friede, Freude, Eierkuchen, wir streiten uns nur um die Transferunion und wie groß und klein sie sein soll. Warum ist das Thema nationale Sicherheitsstrategie heute für viele von uns eigentlich wichtig? Eigentlich ist sie immer wichtig. Nur wir in Deutschland haben historisch sowohl im Ostteil wie im Westteil aufgrund der damals festen Einbindung in die beiden Blöcke und der festen Rollenverteilung in den Blöcken, sowohl die ehemalige DDR als die ehemalige Bundesrepublik Deutschland hatten einen klaren Auftrag und damit nicht den Druck, selbst zu entscheiden, was ist in unserem Interesse sicherheitspolitisch zu tun. Wir sind also ein Land, das seit dem Zweiten Weltkrieg immer im Frieden lebte, aber nie wusste eigentlich, warum es im Frieden lebt oder welche Strategie es dafür hat. Deshalb ist der Prozess, dort einzutreten, für uns etwas schwieriger, weil wir uns mit unseren eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen müssen. Bedürfnissen auseinandersetzen heißt, ich muss zugeben, dass ich als Volk, als Staatsbürger, als Politiker nicht nur der Gute sein kann, sondern auch manchmal egoistisch sein muss, weil ich Interessen habe. Und das macht unsere Politik nicht besonders gern. Wir sind lieber die Guten, immer die Guten und tun alles das, wo wir die Bösen sind, zur Seite. Aber für eine nationale Sicherheitsstrategie brauchen wir das. Und ich sage, das ist gar nicht so ein Hexenwerk. Österreich hat es, Schweiz hat es, also viel kleinere Länder als wir. Man muss ja nicht alles machen, wie es die Amerikaner machen, bis ins kleinste ZZ. Aber wir müssen in Deutschland auch die Fragen klären, für was halten wir eine Bundeswehr vor? Welche Aufgaben soll die Bundeswehr in der Landesverteidigung übernehmen? Welche Aufgaben stehen für uns hegemonal an? Also wo wollen wir Einflussbereiche haben? Wo wollen wir, die wir heute haben, sicherstellen, dass wir immer von Freunden umgeben sind oder zumindest von Nachbarn umgeben sind, die uns nicht feindlich gestellt sind? Und wir müssen gleichzeitig dann definieren, was brauche ich dazu, um das zu machen. Und wenn Sie mal vielleicht zwei, drei Prinzipien aufstellen würden, angenommen Sie wären Bundeskanzler/Verteidigungsminister, welche drei Prinzipien halten Sie für die guten Prinzipien, die Deutschland haben sollte?
Also wir haben ein sehr gutes Prinzip, das haben viele bei uns vergessen. Bei der Gründung oder Wiederbewaffnung in Deutschland, also bei der Gründung der Bundeswehr, haben wir der Bundeswehr Ziele mitgegeben. Das eine Ziel ist die Landesverteidigung, um die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Klar, verständlich, macht jeder. Aber das zweite Ziel, das bei uns an erster Stelle steht, aber die meisten vergessen haben. Die Bundeswehr und gute Verteidigungspolitik in Deutschland hat das staatspolitische Ziel, den Frieden zu sichern. Also wir haben eigentlich keine Kampfarmee, sondern eine Friedensarmee, die den Frieden sichern muss. Und das ist ein gutes Ziel. Aber es ist nicht so leicht umzusetzen, denn wenn ich sage, ich will den Frieden sichern, dann brauche ich dafür eine Strategie, wie ich das mache. Weil zuerst sagen, ich schlage alles kurz und klein und dann kommt Frieden von selbst, funktioniert nicht. Da muss man eine Strategie haben. Und das heißt, ein feines Austarieren zwischen diplomatischen Lösungen, zwischen Androhung von Gewalt, zwischen Sicherstellung vor Gewalt und am Schluss einer solchen Strategie macht man eine schöne, also bildlich gesprochen, eine schöne Liste und sagt, um das Ziel, den Frieden zu sichern, zu erreichen, brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Das lege ich untereinander und dann zähle ich zusammen, weil neben jedem Begründung steht noch eine Zahl in Euro. Und dann weiß ich auch, wie viel mir das kostet. Und dann brauche ich keine Geisterdiskussion über 2% vom Bruttoinlandsprodukt führen, keine Diskussion führen darüber, brauchen wir jetzt 181.000, 185.000 oder 200.000 Soldatinnen und Soldaten, um das Ziel umzusetzen. Nein, Strategie heißt, ich formuliere zuerst das Ziel und aus dem Ziel errechne ich, was ich dafür benötige. Und nicht umgekehrt, wie es wir machen. Zuerst sage ich, so viel steht zur Verfügung, jetzt macht mal. Okay, und diese 2%, die Sie ansprechen, auch die Donald Trump natürlich anspricht, das war ja eine Vereinbarung, an die sich Deutschland noch nicht hält. Verstehe ich Sie richtig? Nein, ich widerspreche an der Stelle vehement, weil eine ständige Wiederholung, auch in den Medien, es nicht richtiger macht. Es ist eine Vereinbarung, eine Ziellinie auf 2% zu bekommen zwischen den Verteidigungsministern der NATO. Nun hat die NATO ja nicht nur die Aufgabe, Militär zu bündeln, gemeinsame Sicherheitspolitik zu betreiben, sondern die NATO bezeichnet sich ja selbst als Wertebündnis. Das heißt, sie haben einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Ehrenkodex. Und dieser heißt Demokratie. Und Verträge, die Staaten abschließen, werden zwar von den Regierungen ausgehandelt, müssen aber dann vom Parlament ratifiziert werden. Dafür haben wir das. Und es gibt keinen völkerrechtlichen Vertrag. Es gibt nur die Erklärung der Finanzminister, dass sie, da streiten sie sich, das heißt, sie streiten nicht drüber, sie sind sich nicht ganz im Klaren darüber, welchen Termin man nimmt in den 20er Jahren, man sich auf die 2% zubewegen will. Als Ziel. Wir haben jetzt in den letzten Jahren unseren Verteidigungshaushalt 1,6 oder sowas? Ja, wir sind 1,2, zwischen 1,2 und 1,3. Mhm. Aber wir haben jetzt die 43 Milliarden, die wir jetzt haben. Ist eine Erhöhung, die ist gigantisch, weil wir von Größenordnungen von unter 20 Milliarden ausgegangen sind. Und dann haben wir uns schon entsprechend nach oben entwickelt, was die Ausgaben betrifft. Aber 2% vom Bruttoinlandsprodukt ist eine typisch militärische Aussage, die von Menschen getroffen würde, die zwei Dinge nicht kennen. Erstens nicht, wie Volkswirtschaft funktioniert, und zum Zweiten, sie können nicht einen Dreisatz. Weil 2% vom Bruttoinlandsprodukt bedeutet, ich brauche zuerst ein Bruttoinlandsprodukt, von dem ich die 2% rechne. Die einfachste Möglichkeit, dass die Bundesrepublik Deutschland das 2%-Ziel erreicht, ist, wir sagen, bong, wir fahren jetzt die Wirtschaft runter, fertig. 2% erreicht, machen wir 3%. Wenn wir aber unsere Wirtschaftskraft nach oben fahren, hechten wir den 2% immer wieder nach, weil 2% von mehr werden auch mehr in Euro sind. Und deshalb sage ich, runter auf die Fakten, nationale Sicherheitsstrategie, Summe machen, das brauche ich. Und dann bezahle ich halt das und kaufe ich das, was ich brauche. Und da sage ich ganz deutlich immer, das kann mehr als 2% sein, es kann aber auch
weniger als 2% sein. Je nachdem, welche Ziele man hat. Und wenn ich jetzt in die Europäische Union so reinschaue, sehe ich deutlich, die Länder, die die 2% überschreiten, sind Länder mit schlechterer Wirtschaftskraft und geringerer Manpower. Also zum Beispiel Länder wie Montenegro oder Länder wie Griechenland oder Litauen, Lettland, um die Estland, um die jetzt zu nehmen. Ich gehe jetzt davon aus, darüber diskutiert man zwar nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder in Kauf nehmen würden, wenn der Prozentsatz für Verteidigung niedriger wäre, aber sie dafür ein höheres Bruttoinlandsprodukt hätten und jeden Monat bei der Gehaltsabrechnung mehr in der Tasche ist und übrig bleibt. Und ganz konkret, weil jetzt haben wir relativ abstrakt diskutiert über Ziele und Prozentsätze, gibt es vielleicht einen Bereich, ein Land, wo sich Deutschland aus Ihrer Sicht mehr also einsetzen würde, vielleicht auch intervenieren sollte? Oder sagen Sie, das also lassen wir mal abstrakt? Intervention ist nicht unsere Aufgabe. Okay. Unsere Aufgabe ist es, den Partnern in der NATO und unserer Gemeinschaft Europas dann beizustehen, wenn diese Hilfe von uns angefordert wird. Also wenn jemand sagt, Bundesrepublik Deutschland, ich brauche dich jetzt. So wie in Syrien zum Beispiel der damalige Präsident gesagt hat, macht ihr mit, und Deutschland gesagt hat, nee. Ja, also wir haben Jein gesagt, ein klassisches deutsches Jein. Militärisch. Wir haben gesagt militärisch Nein, aber wir machen das mit Flugzeugen, die da drüber fliegen und Fotos machen. Wobei das ja in Frankreich kein Beistand ist, weil bei aller unterschiedlichen Betrachtungsweise, Syrien hat Frankreich nicht angegriffen. War kein Verteidigungsfall. Anders wäre es gewesen, wenn ein Land, über das wir augenblicklich kritisch sprechen, insbesondere wegen seiner Regierung, wenn die türkische Republik den Beistand von uns verlangt hätte, weil aus Syrien tatsächlich Kurzstreckenwaffen in der Türkei gelandet sind. Also die Türkei wurde angegriffen. Das, was Erdogan und die Armee in der Türkei gemacht haben, ist zwar das, was dann im Kriegsrecht ein Exzess bedeutet. Sie haben einfach überreagiert. Das ist so, wie wenn mir einer ein Glas Bier stehlen will und die schlagen sofort tot. Also es ist einfach überreagiert. Aber dort war ein Angriff auf die territoriale Integrität der Türkei vorhanden. Bei Frankreich und Syrien nie hätte ein Syrer auf die Idee kommen wollen, Frankreich in seiner territorialen Integrität zu betreffen. Deshalb waren die Fragen auch dort andere. Das war ein internationaler Einsatz, bei dem Frankreich die Auffassung war, das müssen wir tun. Und wir haben Frankreich nicht die kalte Schulter zeigen wollen und deshalb gesagt, also gut, wir lassen unsere Flugzeuge dort fliegen, da machen schöne Aufnahmen, da gibt es schöne Bilder, ihr könnt die dann entsprechend auswerten. Aber in den militärischen Einsatz gehen wir nicht. Und finden Sie das grundsätzlich richtig für Deutschland als Strategie, auch eine internationale Friedensstrategie? Halte ich für ausgesprochen wichtig, weil in jede militärische Auseinandersetzung zu gehen, und jetzt bin ich wieder bei der nationalen Sicherheitsstrategie, brauche ich eine Strategie. Ich bin jemand, der voll und ganz dabei ist, sagt, wir gehen wo rein, wenn wir eine Strategie haben, was wollen wir damit erreichen? Eventuell erreichen wir am Ende nichts. Kann ja passieren. Ich spiele ja auch Schach und ich gehe mit der Strategie rein, ich will das Spiel gewinnen. Es gibt aber welche, die gewinne ich nie, obwohl ich eine gute Strategie habe. Ja. Was ich aber richtig finde, dass wir in den Fällen, in denen es keine Strategie gibt, die Finger davon lassen. Und ein deutliches Beispiel kennt eigentlich jeder, das heißt Libyen. Es war gut und richtig, dass wir nicht in Libyen auch noch in diesen militärischen Einsatz gegangen sind. Denn heute wissen wir, Libyen ist kein Staat, Libyen ist Gesetzlosigkeit. Und wir, die wir draußen waren, in Anführungszeichen, außerhalb dieser Koalition, haben heute zumindest die Chance, als ehrlicher und glaubhafter Vermittler aufzutreten, wieder Strukturen aufzubauen. Wenn ich militärisch reingehe, bin ich Partei. Und als Partei bin ich nicht mehr so glaubhaft wie derjenige, der zwar sagt, ich mache menschenrechtliche Hilfe, ich mache Hilfe, Lebensmittel, Bildungsauftrag und ähnlich, aber militärisch gehe ich jetzt da nicht rein.
Und Stichwort Rolle Deutschlands. Deutschland ist ja häufig auch Ausbilder von Offizieren. Und auf ja, und dann bin ich jetzt bei Saudi-Arabien. Genau, auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, dass die Ausbildung saudi-arabischer Offiziere in Deutschland heute unter einem verschlossenen Vorhang stattfindet. Man weiß nicht genau, was dort geschieht, was für Vermittlung von Menschenrechten und so weiter dort geschieht. Könnten Sie das für uns einmal... Also, was Rüstungsexporte betrifft, für die ich ja auch im Unterausschuss und persönlich mich als zuständig empfehle, was zu tun und was die Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten, insbesondere Offizieren von anderen Ländern betrifft, gibt es bei uns die Auffassung im Auswärtigen Amt und in Bundesregierungen gleich welcher Art, wir machen dies, um damit Einfluss auf diese Länder entsprechend nehmen zu können. Ist vom Satz her und von der vom Ansatz toll. Jetzt wissen wir, dass seit 2017, das ist jetzt seit diese Ausbildung sind, sich die Menschenrechtslage im Königreich Saudi-Arabien nicht unbedingt verbessert hat. Wenn man die Zerstückelung und das Säureauflösen von Journalisten als Verbesserung sieht, weil es braucht keine Beerdigung mehr, gut, kann man das so sehen, aber es hat es vorher nicht gegeben. Der Menschen unwürdige und völkerrechtswidrige Krieg gegen den Jemen tobt weiter. Erst in der vorvergangenen Woche sind junge Männer geköpft und ganz charmant, könnte man fast sagen, gekreuzigt worden. Wobei ich dachte, die Kreuzigung ist seit Jesu Christi abgeschafft, die gibt es nicht mehr, gekreuzigt worden. Und zwar nur deshalb, weil sie wiederum nicht dem Gesellschaftsbild des wahhabitischen Königshauses entsprochen haben. Und deshalb habe ich mich auch ordentlich an mein Bundesministerium der Verteidigung gewandt, mit der Bitte mir zu sagen, wenn die Einfluss nehmen wollen, wie schaut denn dieser Einfluss aus? Was haben wir denn dadurch erreicht? Weil Offiziere auszubilden, dass die den Krieg im Jemen führen können, aber von uns so gut ausgebildet sind, dass wir gar nicht mitkriegen, dass die das machen. Und wenn in der Ausbildung auch drin ist, wie vertusche ich das in Säure auflösen und zerstückeln, dann ist das nicht den Einfluss, den ich mir vorstelle. Und da möchte ich jetzt Auskunft haben. Und solange diese Auskunft nicht erteilt ist, bin ich der festen Überzeugung, haben saudi-arabische Offiziere hier bei uns nicht ausgebildet zu werden. Vielleicht ist der eine oder andere auch von denen, die da sind, bereit, wenn ich dem sage, du, die Ausbildung brauchst du nicht mehr machen. Willst du nicht vielleicht Asyl beantragen? Wir sind ein Land, da kannst du ja auch leben, da wirst du nicht zerstückelt und nicht in Säure aufgelöst. Das ist dann so, könnte eine Alternative sein. Ja, absolut. Und zum Ende des Interviews, wenn Sie jetzt angenommen eine Sendezeit hatten, hätten einer Tagesschau beispielsweise, wo Ihnen die deutsche Bevölkerung 1 bis 2 Minuten einfach mal zuhört, was würden Sie, das muss nicht unbedingt was mit der Abrüstung oder mit der nationalen Strategie zu tun haben, was würden Sie den Menschen heutzutage sagen? Ich würde den Menschen in dem Land in der Kürze der Zeit, die zur Verfügung steht, das war jetzt der Vorspann, nur eine Bitte entgegenbringen. Bitte schaut nicht das Glas immer an, dass es halb leer ist. Seht auch die Chance, dass es halb voll ist. Geht mit Mut und Zuversicht an das ran und macht eine anständige Arbeitsteilung. Ihr arbeitet in diesem Land, damit es uns gut geht. Und achtet darauf, dass eure Politik dafür arbeitet, dass alles das umgesetzt wird, von dem ihr glaubt, es funktioniert sowieso nicht. Lasst ihnen ein bisschen Zeit. Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview. Ich sage herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.